Hier im Fitnessstudio Muskelkater im baden-württembergischen Mosbach gehen nebulöse Dinge vor sich. Immer wieder geistert das rätselhafte Wort Nia durch die Räume. Worum es sich dabei handelt, offenbart sich nicht gleich, aber nach einer Weile. Nämlich dann, wenn man diesen Damen ein wenig zusieht. Nia ist eine neue Tanzform, die alle Sinne berühren will. Die ungewöhnliche Mischung aus Tanz, Yoga und Kampfkunst soll den Stützapparat des Körpers stärken, sowie seine Wahrnehmung verbessern und entspannen. Getanzt wird barfuß. Die rhythmische Musik hilft zudem, sich ganz auf das Zusammenspiel von Körper und Geist einzulassen. Nach all den Eindrücken sind wir neugierig geworden und wollen mehr über Nia erfahren. Deshalb sprachen wir mit Kursleiterin Ulrika Eiwort über das noch weitgehend unbekannte Bewegungskonzept. Ulrika Eiwort, Sie unterrichten Nia, das ist eine noch relativ unbekannte Tanzform. Wofür stehen denn diese drei Buchstaben? Die drei Buchstaben stehen für neuromuskuläre integrative Action. Und woher stammt die Tanzform? Das stammt aus USA ursprünglich. Es gibt schon seit 83 und von zwei Personen, die heißen Debbie Rosas und Carlos Rosas. Die haben es entwickelt und präsentiert in den USA. Und so ist es seit fast 11 Jahren jetzt nach Europa gekommen. Was ist denn das Besondere an dieser Tanzform? Das Besondere an dieser Tanzform ist, dass man sich auf sehr viele verschiedene Arten bewegt, dass wir eine sehr, sehr ganzheitliche Training haben für den Körper, für den Geist, für die Seele und dass es verschiedene Arten von Tanzformen dabei sind, Kampfsportformen dabei sind und so Yoga oder andere heilende Bewegungsformen dabei sind. Also diese Mischung von all diesen Formen, wo wir die Energien nehmen von diesen Formen. Gibt es irgendwelche Regeln oder Grundprinzipien, die man bei Nia beachten muss? Das erste Prinzip, das ist die Hauptprinzip und das ist Freude an Bewegung. Also das ist das Wichtigste, dass man Spaß hat beim Training oder beim Bewegen. Und dann gibt es auch drei Leistungsstufen natürlich, dass jeder mitmachen kann. Also etwas Stufe 1 ist ein bisschen einfacher, dann ein bisschen Stufe 2, ein bisschen Mittelstufe und dann 3, dann macht man so viel, wie man kann. Jetzt ist es ja offensichtlich, dass Nia ganz viele Sinne anspricht, allein durch die Musik und durch die Bewegungsabläufe. Welche positiven Effekte schildern Ihnen häufig Ihre Schüler nach dem Kurs? Also die erzählen mir oft, dass die sehr viel Energie kriegen davon. Ja? Und das bleibt auch für längere Zeit, bessere Balance. Stärker werden und viele nehmen auch ein bisschen ab, weil es auch ein gutes Training ist, um abzunehmen. Also es ist eine gute Fettverbrennung dabei. Viele erzählen, dass der Rücken viel besser wird, lockerer wird und nicht so viel Verspannung mehr hat. Ich merke, dass viele besseres Selbstbewusstsein kriegen durch diesen Kampfsport, weil wir die Stimme auch benutzen mit Nein oder Stopp. Und Frauen haben oft Schwierigkeiten oder trauen sich nicht, die Stimme laut zu benutzen. Und so hier in diesem gestützten Raum dürfen die das oder können die das, wenn die wollen. Wenn wir jetzt das Interesse von einem Zuschauer geweckt haben, wohin soll der oder die sich denn wenden, wenn man an einem Kurs teilnehmen möchte? Also die können sich an mir wenden und ich habe eine Website, das ist www.nia-online.de und die können sich direkt an dieses Studio wenden, wo ich unterrichte. Das ist Muskelkater Sportstudio in Mosbach. Mosbach liegt in der Nähe von Heilbronn, zwischen Heilbronn und Heidelberg. Und die Telefonnummer ist hier 06261 91177. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch und hoffe, dass Sie noch viel Spaß bei Ihren Nia-Kursen und Tänzern haben. Dankeschön. Danke. Was
Was uns Ulrika Eiwort im Gespräch schilderte, wurde uns anschließend auch von den Tänzern bestätigt. Susanne Neureuther etwa beobachtete das Treiben zunächst mit Skepsis. Doch dann siegte die Neugier. Ja, beim ersten Mal habe ich gedacht, huch, lauter verrückte Damen tanzen wild herum. Aber je öfter ich das probiert habe, desto begeisterter war ich. Auch die Tochter der Kursleiterin, Johanna Eiwort, ließ sich von der Leidenschaft ihrer Mutter anstecken. Also ich mag die Musik und die Bewegungsabläufe, dass das vom Dynamischen ins Ruhigere, also die verschiedenen Energien in den Bewegungsformen. Und dass man es barfuß macht und dass es gelenkschonend ist, aber gleichzeitig extrem den Körper trainiert. Renate Seber entdeckte mit Nia eine Möglichkeit, spielerisch Gewicht zu verlieren. Also ich habe nach dem siebten Kind recht übergewichtig ausgesehen und jetzt geht es so einigermaßen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht nur Fett verliere durch Ernährungsumstellung, sondern auch Muskelmasse und habe mal was Ganzheitliches suchen wollen. Genauso wie die anderen eroberte sich Petra Belvedere dank Nia ein Stück Lebensfreude zurück. Das, was man bei Nia innerhalb von kurzer Zeit an Freiheit, an Emotionen ausleben kann. Ich glaube, das schafft ein Psychiater nicht in wie viel Sitzungen. Ein bisschen ist es uns also gelungen, Klarheit in den Nebel zu bringen. Alles Weitere sollten Sie selbst herausfinden.